Persönlichkeitsstörungen. Das ist eine besondere Art von psychischen Störungen, so wie zum Beispiel Depressionen, Schlaf und Angststörungen oder auch Alkoholismus. Sie sind wie andere psychische Störungen auch ein wichtiger Grund dafür, warum es manchen Menschen wirklich schlecht geht, obwohl ihre äußeren Umstände an sich gar nicht so problematisch sind. Und so etwa jeder 10. Mensch hierzulande könnte eine Persönlichkeitsstörung haben. Die Forschung ist sich da noch nicht so einig. Aber es ist jedenfalls eine sehr häufig anzutreffende Störung und es lohnt sich, auf jeden Fall mal gehört zu haben, was das überhaupt ist. Persönlichkeitsstörungen hat man früher auch Charakterneurosen genannt. Und das traf eigentlich ganz gut, worum es im Kern geht, nämlich um extreme und deshalb schädliche Varianten von an sich ganz normalen Persönlichkeitsstilen. Extreme Varianten von Persönlichkeitsstilen, was damit gemeint? Mir hat vor vielen Jahren mal eine Schülerin, die neu an der Schule war, erzählt, dass es ihr schwerfalle, nach der Schule an der Bushaltestelle auf den Bus zu warten. Und zwar, weil sie befürchtete, wenn sie da so alleine steht und andere sehen das, dann denken sie, sie habe irgendwie keine Freunde oder Bekannte, und zwar, weil sie irgendwie doof sei oder komisch. Und das war ja irgendwie unangenehm, da hatte sie Angst vor. Deshalb ist sie dann extra länger in der Schule geblieben, um diese für sie belastende Situation zu vermeiden. Nun, das kann man je nachdem durchaus in gewisser Weise nachvollziehen. Und soweit ist das auch noch nicht groß problematisch. Nun gibt es aber Menschen, die zeigen so eine Art von Ängstlichkeit und Unsicherheit in vielen verschiedenen Lebensbereichen. Also nicht nur an der Bushaltestelle nach der Schule, sondern zum Beispiel auch, wenn man sich überlegt, was man denn morgens am besten anzieht, damit sich niemand über einen lustig macht, oder vor Prüfungssituationen. Das ist für einen so schwierig, dass man dann ganz häufig krank wird. Oder es ist für einen voll stressig, wenn man neue Leute kennenlernt, weil die einen bestimmt durchschauen und dann ablehnen. Und solche Verhaltensmuster können zum Teil über Jahre hinweg anhalten und dann auch mit erheblichem Leiden verbunden sein. Und sie können zu Depressionen führen oder dazu, dass man zu viel trinkt oder zum Beispiel, dass man nicht mehr regelmäßig in die Schule gehen kann oder sogar, wenn man erwachsen ist, seinen Job verliert. Wenn alle diese Merkmale vorliegen, dann könnte vielleicht eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. Und zwar in diesem besonderen Beispiel eine sogenannte ängstlich vermeidende oder auch vermeidend selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörungen allgemein haben nun, sagt die klinische Psychologie, folgende Merkmale. Im Kern jeder Persönlichkeitsstörung finden sich starre, der Situation nicht angemessene Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, wie das „ich traue mich nicht an der Bushaltestelle zu warten, weil“. Und diese einschränkenden Muster zeigen sich in vielen Bereichen des Privat- und auch des Berufslebens und führen dazu schweren Funktionseinschränkungen, nennen das Psychologen. Zusätzlich und damit verbunden müssen diese weit ausgreifenden, starren Persönlichkeitsmuster mit erheblichem Leiden verbunden sein. Ohne Leiden kein psychisches Problem. Und zwar für einen selbst und teilweise auch für andere. Und dieses Muster muss über mehrere Jahre hinweg anhalten, ne? Wenn man das mal eine Woche lang hat, ist das noch keine Persönlichkeitsstörung. Und als letztes, wie bei allen, auch psychischen Krankheiten, muss man eben andere Ursachen für dieses Verhalten ausschließen können, zum Beispiel Medikamentenmissbrauch oder eine Hirnschädigung. Was teilweise durchaus schwierig ist, weil nämlich Patienten fast nie wegen ihrer Persönlichkeitsstörung zum Therapeuten oder zu einer Psychiaterin gehen. Denn sie empfinden ihre Persönlichkeit ja, wie die meisten von uns, als Teil ihrer Identität, würde man heute sagen, ihres Ichs. Und so ist man dann halt, ist die Empfindung. Und sie kommen eigentlich wegen anderer psychischer Probleme, beispielsweise wegen übermäßigem Stress oder eben Alkoholismus oder Depressionen. Und da ist es dann zum Teil eben auch schwierig zu sagen, was da was beeinflusst oder was von was die Ursache ist. So, das sind jedenfalls die Merkmale von jeder Persönlichkeitsstörung. Und was gibt es für besondere Arten, abgesehen von dieser ängstlich vermeidenden, von der wir gerade schon was gehört haben? Früher war das relativ klar, wie nämlich bei anderen psychischen Störungen auch, konnte man da im sogenannten DSM nachschauen. Das ist ein Katalog der psychischen Krankheiten, der von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft herausgegeben wird. Aktuell liegt der in der Version 5 vor, wird in der Forschung auch sehr häufig verwendet. Und in diesem DSM-5 sind 10 spezifische Persönlichkeitsstörungen zu finden. Deren Namen finden sich hier in der Tabelle auf der rechten Seite. Und links sind sozusagen die ganz normalen Persönlichkeitsstile jetzt benannt, deren extreme Varianten eben zu diesen bestimmten Persönlichkeitsstörungen führen können. Wenn man sich da so eine Einteilung merken kann, aufgrund bestimmter Ähnlichkeiten zwischen diesen 10 Störungen, werden die im DSM traditionell in 3 Gruppen eingeteilt, in sogenannte Cluster, Cluster A, B und C. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen des Clusters A wirken oft exzentrisch oder irgendwie sonderbar. Viele Obdachlose zum Beispiel leiden an solchen Cluster A-Störungen. Cluster B, das wird als dramatisch, emotional oder launisch beschrieben. Da sind zum Beispiel Narzissten drin. Gibt es häufiger zum Beispiel unter Schauspielern oder unter politischen Aktivisten. Und im Cluster C, also wahrscheinlich auch unter YouTubern übrigens. Und im Cluster C sind Störungen, Entschuldigung, bei denen Ängstlichkeit oder Furcht im Vordergrund stehen. Und so wurde das mit den spezifischen Persönlichkeitsstörungen jedenfalls bisher gesehen. Neben diesem DSM gibt es noch die sogenannte ICD. Das ist die Klassifikation aller Krankheiten, also nicht nur der psychischen, die von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, herausgegeben wird. Und die ICD ist speziell in Deutschland besonders praxisrelevant, weil anhand der dortigen Kodierung von Krankheiten, die Therapeuten und ich glaube auch Ärzte mit den Krankenkassen ihre Leistungen abrechnen. Wenn man also zu einer Therapeutin geht und die nach den Schnupperstunden bei der Krankenkasse einen Therapieantrag stellt, dann muss die da in den Antrag reinschreiben, der Patient leidet unter, und dann kommt eben eine bestimmte Krankheitskodierung aus der ICD. Früher war es nun so, dass DSM und ICD sich weitestgehend einig waren, was Persönlichkeitsstörungen anbelangt, was für Persönlichkeitsstörungen es gibt. Das hat sich aber nun mit der neuesten Version der ICD, nämlich der Nummer 11, grundsätzlich geändert. Die gibt es nun offiziell seit Anfang 2022 und wird nun auch allmählich in der Praxis umgesetzt. Und das Spannende ist, dass es in der ICD-11 keine Persönlichkeitsstörungen mehr gibt, so wie noch in der ICD-10. Die einzige Ausnahme sind Borderline-Störungen, wohl weil die in den Kliniken am häufigsten vorkommen und auch am besten untersucht sind. Der Rest ist aber in der ICD-11 ersatzlos gestrichen worden. Große Sache für Schrings. Und, Entschuldigung, was ein Therapeut oder eine Psychiaterin jetzt neu machen muss, ist Folgendes. Erstens muss sie feststellen, ob überhaupt die allgemeinen Kriterien einer Persönlichkeitsstörung vorliegen. Das sind die, die wir schon kennen. Also rigide, unangepasste Verhaltensmuster, dadurch viele Funktionseinschränkungen über verschiedene Lebensbereiche hinweg und mindestens 2 Jahre lang andauernd. Früher war das auch durchaus mehr, oder da wurde der Begriff stabil verwendet und man dachte, das läuft im Prinzip das ganze Leben lang. Ist wohl empirisch aber nicht der Fall, also mindestens 2 Jahre lang und eben mit erheblichem Leidensdruck verbunden. Von der Begrifflichkeit her liegt da der Schwerpunkt jetzt auf Funktionsbeeinträchtigungen. Hört sich ziemlich technisch an, aber ist durchaus sinnvoll, wenn man guckt, was damit eben im Einzelnen gemeint ist. Zum Beispiel dieses, nicht an der Bushaltestelle warten zu können. Und wenn das alles vorliegt, dann wird noch bestimmt, wie schwer die Persönlichkeitsstörung ist. Früher gab es das nicht, da gab es nur, es liegt entweder eine Persönlichkeitsstörung vor oder halt eben nicht. Und jetzt muss die aber, also muss das Krankheitsbild aufgeschlüsselt werden in eine leichte, eine mittlere oder eine schwere Persönlichkeitsstörung. Und das war's. Es gibt keine spezifische weitere Klassifikation mehr, abgesehen von Borderline. Und was da noch gemacht werden kann oder gemacht werden muss, das habe ich der Literatur bisher noch nicht so klar entnehmen können. Wenn das einer sagen kann, bitte in die Kommentare rein. Also was noch gemacht werden kann, ist, es werden 5 Persönlichkeitsmerkmale betrachtet und geschaut, wie die individuelle Persönlichkeitsstörung der Patientin sich da jeweils auswirkt. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind, jetzt kommen wieder ein paar technische Begriffe, negative Affektivität, soziale Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung und Zwanghaftigkeit. Da kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht drauf eingehen, aber damit man so eine ungefähre Vorstellung hat, bei negativer Affektivität zum Beispiel schaut die Therapeutin, ob und in welchem Maße der Patient oder die Patientin unangemessene negative Gefühle erlebt, emotional labil ist, ein geringes Selbstbewusstsein hat, sich also immer emotional abwertet oder auch ein übermäßiges Misstrauen hat gegenüber anderen. Das überschneidet sich offensichtlich mit einem der sogenannten Big Five Persönlichkeitseigenschaften, nämlich Neurotizismus. Und bei Dissozialität geht es um die Selbstbezogenheit und einen Mangel an Empathie. Enthemmung, Zwanghaftigkeit und Distanziertheit, das ist ungefähr das, was die Begriffe eigentlich auch so im Alltagsbereich, in der Alltagsverwendung vermuten lassen. Ich gebe in der Videobeschreibung einen Literaturhinweis dazu, wo das näher beschrieben ist, wenn das jemanden interessiert. Wenn man nun Persönlichkeitsmerkmale einer Patientin so beschreibt, dann werden doch recht schnell wieder die Verhaltens-, Denk- und Gefühlsmuster erkennbar, die man vorher in diesen traditionellen Störungsbildern kategorisiert hat. Die sind also im ICD-10 nicht einfach sozusagen völlig verschwunden und man schmeißt alles über den Haufen, was man bisher über Persönlichkeitsstörungen gedacht hat. Und ein Therapeut oder eine Psychiaterin wird vielleicht gelegentlich auch weiter mit diesen traditionellen Begriffen arbeiten. Aber wie gesagt, sie sind in der offiziellen Kodierung im ICD-11 nicht mehr drin. So. Ob diese neue Diagnostik in der ICD-11 nun tatsächlich dazu führen wird, dass sich die Diagnosequalität insgesamt verbessert, das muss man abwarten. Fehlen halt natürlich noch Studien für. Das ist zwar die Hoffnung, weshalb man das auch überhaupt so geändert hat, aber ob das klappt, bleibt abzuwarten. Mein laienhafter Eindruck bei sowas ist immer, das ist wie mit einer Schulreform. Da können in den Lehrplänen auch neue Begriffe eingeführt werden, aber ob und wie die dann tatsächlich in der Praxis ankommen, ist natürlich eine andere Frage. Und ich fürchte, Ähnliches gibt es auch fürs Gesundheitssystem. Wäre aber jedenfalls erfreulich, wenn sich da was tun würde, also in der Praxis, in der Diagnose und dann auch, was die Therapien anbelangt. Denn Persönlichkeitsstörungen gelten traditionell unter Psychiatern und Therapeutinnen als schwer behandelbar. Das heißt nicht, dass es da keine Therapiemodelle gibt. Die kognitive Verhaltenstherapie ist da zum Beispiel ein Modell, was häufig angewendet wird und durchaus auch mit Erfolg. Wen Therapieformen interessieren, sowohl in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen als auch allgemein, gerne in die Kommentare reinschreiben. Spannendes Thema, finde ich, und mache ich auch gerne ein paar Videos zu. Und bis dahin war es das. Liken, wem es gefallen hat, oder gar abonnieren, da freue ich mich wirklich immer drüber und auch über Kommentare. Ich antworte wirklich auf so gut wie jeden Kommentar und ansonsten alles Gute.